Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, ist ein Organisationstalent. Neue Geschäftsideen sind seine Spezialität. Hans-Christoph Kleiber ist Veranstaltungsprofi aus Hamburg. Ob jetzt maritime Großevents, Hochzeitscatering oder Feinschmeckerküche, überall zieht der studierte Elektroingenieur erfolgreich seine Fäden. Und die Ideen, die gehen ihm offenbar nicht aus. Gundula Koch hat den Selfmade Manager in der Hansestadt getroffen. Christoph Kleiber ist eigentlich ständig unterwegs. Am Schreibtisch trifft man ihn selten, denn er ist der größte Eventveranstalter Norddeutschlands. Jedes Jahr organisiert er etwa 3500 Veranstaltungen. Sein neuester Traum ist noch im Bau, eine riesige Event- und Konferenzfläche im 23. Stockwerk. Wir sehen das vom Blick hier und hat eigentlich den ultimativen Panoramablick über gesamt Hamburg. Und das Ganze mit diesen großen Quadratmeterzahlen, das haben wir in der Form bisher auch noch nicht realisiert. Immer die optimale Location anbieten, das ist Teil der Geschäftsidee von Christoph Kleiber und seiner Firma Nordevent. Die Idee, selbst Veranstaltungen zu organisieren, hatte er vor vielen Jahren auf einem Schiff. Damals studierte er Elektrotechnik und musste sein Studium selbst finanzieren. Als Akkordeonspieler auf Schiffspartys verdiente er sein Geld. Viele gehen Kellnern. Andere machen Musik, so habe ich das auch gemacht. Und Akkordeon war eigentlich eine Sache, die war für die Musik am unaufwendigsten. Sie brauchen keine Techniker, sie brauchen keine große Technik, nehmen diesen Koffer, gehen damit irgendwo hin, werden engagiert, damit letztendlich dann ja auch sofort bezahlt und machen Musik. Und das war für mich im Studium eine sehr lukrative Einnahmequelle, mit der ich eigentlich fast das ganze Studium finanzieren konnte. Das war wunderbar. Nach dem Studium begann Christoph Kleiber seinen Traum zu verwirklichen. Aus dem Akkordeonspieler wurde der Eventveranstalter. Vom großen Firmenjubiläum bis zur kleinen Privatfeier organisiert er alles. Dazu gehört auch eine eigene Catering-Küche. Wer hier ein Buffet bestellt für seine Party, hat die freie Wahl, je nach Geldbeutel. Pro Person kostet es zwischen 39 und 200 Euro. Das bedeutet für uns, dass jeder Kunde eigentlich sein persönliches Menü zusammenstellt. Anders als in der Kantine hier alles frisch zubereitet wird. Mhm. Und sie wirklich sich auch alles wünschen können, was sie gerade in ihrem Fest als besondere Speise erleben möchten oder genießen möchten. Und das macht die Produktion hier sehr vielfältig. Damit alles reibungslos läuft, bespricht Kleiber regelmäßig alle Bestellungen mit Frank Revelari, dem Küchenchef. 3500 Personen pro Tag ist keine Seltenheit. Die teilen sich aber zum Teil auf 20 verschiedene Veranstaltungen auf, die dann präzise voneinander getrennt, auch produziert, gepackt und ausgeliefert werden müssen. Das ist die wirkliche Herausforderung. Und der Chefkonditor persönlich rollt täglich hunderte von Marzipan-Mandelstangen. Und wann immer Christoph Kleiber vorbeikommt, darf natürlich auch genascht werden. Super. Das hört man gern. Eine andere Geschäftsidee von Christoph Kleiber steckt in der Speicherstadt. Vor 3 Jahren hat er hier im historischen Gemäuer das erste Feinschmecker-Restaurant der Hamburger Speicherstadt eröffnet. Wir machen norddeutsche Spezialitätenküche. Nicht explizit nur Fisch, auch Fisch, aber eben auch viele andere Produkte wie Birnbohnen und Speck, wie Lapskaus. Wenn Christoph Kleiber mal abschalten will, dann geht er zum Golfspielen. Meistens ist das schon morgens um 6. Für mich ist es halt ganz wichtig, dass man einen Ausgleich Sport zum normalen Rhythmus hat. Also bei mir ist der Job relativ anstrengend. Ich arbeite in der Regel immer 16, 17 Stunden pro Tag und habe nur die Wochenende mit der Familie frei und brauche unter der Woche einfach irgendeinen Ausgleich, wo es im Kopf ja auch mal runterkommt, immer wieder neue Ideen findet und einfach mal den Kopf frei bekommt. Neue Ideen hat Christoph Kleiber eigentlich ständig und das ist vielleicht auch Teil seines Erfolgsrezepts. Die besten Ideen sind eigentlich die Idee, wo alle sagen, dass sie doof ist und man selber dran glaubt und dann mittelfristig feststellt, dass sie doch gut ist. Und diesen Weg, den müssen sie gehen. Haben Sie irgendwie einen Fehler gemacht? Also ich glaube, ich würde heute alles genau so nochmal machen. Seine Familie, Frau und 2 Kinder leben in Lübeck. Die sieht Christoph Kleiber meistens nur am Wochenende. Doch auch das funktioniert. Alles eine Frage der Organisation, sagt er. Und im Organisieren ist er ganz groß. Als Eventveranstalter ist das ja selbstverständlich.